Recht herzlich willkommen zur 81. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir hier das Industriegebiet gemacht, ein bisschen die Straßen noch geguckt und wir sehen hier schon wieder einen schicken Stau. Lass mal laufen. Und wir hatten noch ein Müllproblem, das werden wir jetzt als nächstes angehen, ne? Hier stehen ganz viele Krankenwagen. Alle mit im Stau. Oh. Irgendwie ist das hier auch gerade schlecht gelöst, ne? Jetzt fahren die allerdings. Aber die stehen auch schon auf zwei Spuren, nämlich da. Oh, staut sich schon bis dahin zurück und da bis unter der Brücke. Das bedeutet eigentlich so ein bisschen, die Straße müsste länger sein, ne? Ja. Wenn wir das denn noch hinkriegen. Ist da denn eine Wand dran? Ne, ohne Wand gebaut, oder? Ach, das ist gar keine Autobahn, ne? Oder was ist das? Ist das? Kleeblattkreuzung. Doch, sind zwei Autobahnen, okay. Das würde bedeuten, wir müssten dieses haben. Und das würde dann hier lang gehen. Würde sogar da gehen. Würde ich jetzt fast tendenziell dazu neigen zu sagen, ja, wir verbinden das da. Das hier ist doch hier eine ganz normale Straße bis dahin, oder? Ah, da stehen sie auch. Ah, da müssten wir hier mal gerade das Krematorium verschieben, das wir damals dahin gebaut haben. Einmal wieder raus, bis kein Jodeln mehr da ist. Und das Krematorium moven wir einfach noch da. Gut. Und dann gucken wir, dass wir die Autobahnabfahrt irgendwo anders hinkriegen. Nur wohin, ne? Der Kreisverkehr, der ist hier irgendwie nicht gerade bestens platziert, ne? Diese Straße hier, die muss weg, die ist da einfach zu kurz für. Da bauen wir mal hier eine neue hin. Der Kreisverkehr ist jetzt zweispurig. Das bedeutet, wir müssten auch eine zweispurige Straße haben. Und zwar von dort nach dort. Dafür kann die dann weg. Und die Bus, der Bus stoppt, der muss woanders hin, ne? Dann müssen wir den erst verschieben. Dahin. Passt schon. Und das Stück Straße. Kriegen wir das Geheule aus? Ja, muss auch mal weg. Gut. Und dann müssen wir zurück zur Autobahn und die geht halt von hier nach da, aber warte mal, könnten sie eigentlich hier schon ja, da machen wir schon die Abfahrt hin. Bis dahin noch so ein Stück länger. Und danach frei. So. Kurz geguckt. Ja, passt. Da wird's enger. Das passt auch. Jetzt müssten wir hier was weglöschen. Und zwar das Stück. Und lass die mal alle runterfahren. Dann das Stück weg.
Und da das Stück hin. So, jetzt können die alle wieder fahren. Die sind alle glücklich und zufrieden. Bis sie auf den Kreisverkehr stoßen wahrscheinlich, ne? Da ist eine Ampel, ey. Halt nichts von Ampeln. Im Kreisverkehr schon gar nicht, ne? So, jetzt staut sich's da nicht mehr zurück. Also staut sich schon noch zurück, aber es war hier schon Stau, meine ich. Der wird jetzt besser weg. Ja, sieht besser aus. Obwohl da auch ein Stau ist, aber... Wer weiß, wie wir das noch regeln, ne? Drauf ist nicht das Problem. Hier geht's in den Stadtverkehr rein, etwas schwierig, aber das können wir so lassen. Wo haben wir da noch einen Stau? Wir haben noch irgendwo einen Stau. Ach, hier von der Abfahrt, ne, oder? Oder war das? Ne, das war hier. Da ist es. Da gibt's noch einen großen Stau. Aha, diese Schleife hier, ne? Macht da den Stau. Da ist auch noch eine Bushaltestelle. Kriegen wir die noch weg? Die wird sogar noch angefahren. Jetzt aber nicht mehr, ne? Wo hört das jetzt auf? Keine Ahnung, aber die war wohl hier irgendwo. Oh, da hinten gibt es einen Wassermangel. Und da ist der Wassermangel weg, oder? Aber der Wassermangel besteht insgesamt... Ne, alles gut. Gut, das Problem gelöst. Der Stau nicht, der ist immer noch da. Und das liegt einfach daran, dass man hier kurz vorher so die Auffahrt hat, ne? Die ist da einfach verkehrt. Und da ist ja auch eine, ne? Zwei Auffahrten sind das. Dort und dort. Irgendwie würde ich jetzt sagen, die ist ja eigentlich schlecht, ne? Weil es hier gerade vor dem Dingens, vor dieses Dreieck hier ist einspurig über die Brücken und so, das ist das Problem. Also ich würde es jetzt definitiv dann doch mal da abbauen. Wo kommt denn jetzt hier diese Straße her? Die kommt von da, wo gar keiner ist. Hier ist nur eine Bushaltestelle, die kann auch weg. Die hat kein Ende, sagen wir es mal so. Kriegen wir auch nicht weg. Die gehört dazu, okay. So, ist das jetzt passend?
nee, ne? In der Sackgasse wird gedreht. Ja, ich weiß auch nicht. Gestaltet sich etwas schwierig mit der Bushaltestelle zum Beispiel. Die ist jetzt eher irgendwie auch nicht angefahren, ne? Also bevor du irgendwas umbaust, musst du Bushaltestellen abbauen. Hier, da ist auch eine, die irgendwie einen Haken hat. Ich glaube, das ist eine andere, das war eine Parallele. So, das erstmal so. Hier staut es sich, das heißt, die Brücke muss weg, das hat keinen Sinn. Der hält nur alles auf wohl. Probieren wir doch ganz einfach aus, indem wir einfach hier mal ein Stück wegnehmen. Dann fährt da gleich keiner mehr drauf. Und dann wissen wir, ob sich das entzerrt oder nicht. Selbst hier staut sich das. Aber das ist auch keine Autobahn, das ist eine ganz normale Straße hier, ne? Wenn das hier eine Autobahn war. Da stellt sich echt die Frage, ob das hier Sinn macht, ne? Dieser Stau kommt nur zustande wegen dieser Auffahrt da. Und, ich sag mal ehrlich, die können wir jetzt eher wegmachen, ja. Mach das mal weg. Allerdings. Doch. Ist jetzt die Kreuzung weg? Nein, die Kreuzung ist nicht weg. Jetzt ist die Kreuzung weg. Das machen wir weg da. Und dann müssen wir gucken, ob der Verkehr dadurch besser fließt. Und momentan sieht das ganz stark danach aus. Die fahren nämlich alle wieder. Also hat definitiv mit dieser Kreuzung da zu tun gehabt, ne? Beide Kreuzungen waren das Problem hier, dass der Verkehr nicht fließt. Und das baut sich hier nämlich jetzt schon ab mehr. Alles gut. Hier ist es auch wie eine Autobahn ausgebaut, ne? Und wird dann zur Stadtstraße dieses Stück und dann wieder Autobahn. Macht nicht so wirklich Sinn, ne? Bau es weg hier. Ich weiß nicht, ob die Häuser bleiben oder ob da auch welche von weggehen, aber das wäre jetzt auch halb so wild. Verkehr läuft hier auf der Autobahn wieder. Ja. Da läuft's auch. Das Kreuz ist frei. Hier geht's halt in die Stadt rein. Bleibt halt irgendwie nicht aus, dass sich das da wohl zurückstaut. Da ist unser schicker Bushaltestelle, die wir nicht wegkriegen, und da sieht alles gut aus. Hier sieht es jetzt schlecht aus, weil da eine Polizeistation fehlt. Obwohl die da ist. Und man irgendwie keinen Einfluss auf diese Straße hat. Ist das irgendwie eine Einbahnstraße oder was? Hä? Eigenartig, oder? Wieso kann die Polizeiwache da nichts drin machen? Machen wir mal so.
Nochmal so. Nee, so. War das vielleicht eine Einbahnstraße oder was? Aha, ja, es war wohl eine Einbahnstraße ein Stück. So, das war's dann mit Kriminalität hier im Industriegebiet. Haben wir bereinigt. So, feuerwachenmäßig. Das ist ein bisschen schwach hier am Ende, aber wir könnten ja hier noch eine Feuerwache hinbauen, wenn es sein muss. Macht sowieso Sinn. Hier ist es etwas knapp mit Feuerwehr. Ja, da muss er hin. Fertig. Abgedeckt. Hier sieht's ganz mager aus mit Feuerwehr. Jetzt ist wieder besser. Gibt's noch einen leichten grünen Schimmer. Und da wird es jetzt besser, aber da das eine Einbahnstraße ist, wäre die Straße wahrscheinlich besser da gewesen, ne? Dann reißen wir die da nochmal ab. Und lassen die besser dastehen. Aha. Warte mal, dann ist das ja hier wohl auch eine Einbahnstraße und dort nicht, ne? Das ist eine mehrspurige Straße mit grünen Randstreifen. Ist das jetzt passend? So. Die machen wir mal auch so. Ist dann sechsspurig, ne? Vorher nur vierspurig. Dann nimmt die auch mehr auf, oder? Und da teilt sich's ja erstmal, dann lassen wir das erstmal so. Alles wunderbar. Ja. Was machen unsere Staus? Okay, hier ist nur noch zähfließender Verkehr, der läuft aber, das ist also gut. Hier am Kreuz gibt's keine Probleme mehr. Rückstau in den Kreisverkehr rein, ist ganz normal. Hier läuft alles verkehrstechnisch. Ja. Hier ist Autobahn. Da auch. Ich glaube, das ist alles so gut. Können wir erstmal so lassen. Ja, was wir machen wollen, ist noch der Mülleimer. Da sieht es hier irgendwie gerade ein bisschen mau aus. Da müssten wir mal checken, warum. Also. Sollen wir vielleicht so reingucken. 0% voll, das heißt, wir können da wieder arbeiten. 100% voll, das muss geleert werden. Ja, 100% voll. Hatten wir gerade schon, ne? Oh, Gebäude leert sich. Friedhof kein Platz mehr. Müssen wir also auch leer machen. Friedhof auch keinen Platz mehr, auch leer machen. Hier war noch Müllstellen. Der kann wieder werden. Der ist voll. Der ist voll. Die einen konnten was machen, die anderen nicht und deswegen ging es auch nicht. Da ist jetzt falsch rum, auch. Wird entleert. Wie ist es hiermit? 19% voll. Das machen wir mal nicht leer mehr. Weil da hinten sind gerade drei voll, das müssen wir jetzt ändern.
Die werden wir jetzt erstmal voll gehen lassen. Hier sind auch noch welche, 100% voll. So. Und das auch. Das ist noch gut. Der kann wieder frei werden, ne? So, hier hinten haben wir noch Müll. Da müssen wir tauschen. Was ist hier los? Aha, die muss laufen. Was ist das? Krematorium. Da ist nichts Schlimmes bei. 100% voll, leeren. Einmal Übersicht, die hab ich. Die beiden hatte ich auch, ne, ja. Hier unten war nur dreckig von Industrie, die habe ich gehabt. Die hatte ich auch, hier unten müsste noch irgendwo was sein. Der kann wieder benutzt werden. Und die anderen sind hier. Kann benutzt werden. Und der ist voll. Und der ist voll. Hier ist wahrscheinlich gleich in grün. Der muss leer gemacht werden. Der kann wieder benutzt werden. Hier sind auch zwei volle. Und hier hinten sind auch noch welche. Müssen wir leeren. Kann benutzt werden. Hier unten sind noch welche. Voll. Das regnet's, glaube. 90% voll, 75. 75 lassen wir mal so. Da ist noch nichts passiert. Hier ist Industrie und Müllversorgung ist woanders. Okay, dann haben wir es erst geschafft, würde ich sagen. Ja, Probleme sind ein paar weniger, denke ich. Müssen wir wieder weiter dran arbeiten. Was ist das hier für eine Anmeldung? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay, das ist jetzt nicht wichtig. Da übrigens auch. Und da ist eine Sackgasse. Keine Ahnung, wo die ist. Aber die müssen wir uns dann nächstes Mal angucken. Okay, Sackgasse nächstes Mal machen hier weg. Und dann müssten wir buslinientechnisch nochmal gucken. Das sind die zwei Sachen, die wir nächstes Mal wieder in Angriff nehmen müssen hier. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.